Das fehlt eigentlich im Leben. Wir Menschen reden nicht miteinander. Und deshalb ist auch Kommunikation eines dieser wichtigsten Dinge im Leben, die wir nie lernen. Weil diese Dinge, die keine Dinge sind, die wir auch dann erfahren, dass wir aufwachsen. Und es fängt ja eigentlich alles an, als wir Kinder sind, als wir von klein auf. Die Natur von Kindern zu erkennen, wenn sie sich das mal wirklich ansehen, sehen sie, ja, so sind wir. Natürlich. Die Liebe, wir suchen danach, was wir eigentlich sind. Liebe, Freiheit, wir suchen danach, Gott, wir suchen danach. Aber das sind eigentlich keine Dinge, an denen wir festhalten können und die wir dann verteidigen anderen gegenüber, weil wir alle sind frei. Liebe ist alles. Gott ist alles. Und wir sind das. Wir alle sind das. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir verlernen das. Wir vergessen das. Denken Sie einfach mal darüber nach. Und wenn Sie mehr lernen möchten, und, ja, gucken Sie mal an keinding.com und auch realizedactualize.com. Das ist eine neue Lernmethode. Und auch hier, wenn Sie natürlich Englisch lernen möchten, Ihr Englisch verbessern, Englisch-Kommunikationskurse, Sprachkommunikationskurse biete ich auch an. Verschiedene Services, die Ihnen diese neue Lebenseinstellung, diese neue Denkweise vorstellen können. Auch während Vorträgen in Ihrer Organisation, Veranstaltungen, Unternehmensberatungen, wie Sie eine bessere Umgebung in Ihrem Unternehmen entwickeln können, wo die Leute mehr, die Menschen mehr kollaborativ sind, zusammenarbeiten. Was oft ja auch wir verlernt haben, Arbeit wird dann was? Wir machen eine Arbeit, die uns vorgeschrieben wird. Die uns alles eigentlich im Leben vorgeschrieben wird. Und weil dadurch eigentlich verlernen wir, wir vergessen das. Was das wichtigste Ding ist im Leben wirklich. Und überall, das ist kein, und die wichtigsten Dinge, das ist wirklich kein Ding.